Das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft, aber eben auch Energie, hat heute vom Gasnotfallplan, nachdem wir schon die Vorwarnstufe am 30. März ausgerufen haben, jetzt die zweite Stufe, nämlich die Vorwarnstufe ausgerufen. Warum? Wir haben aktuell keine wirkliche Not in der Gasversorgung, das muss man erstmal festhalten. Aber Nord Stream 1 hat in den letzten Tagen die Durchleitung ungefähr um 60% reduziert. Das bedeutet, dass wir aktuell unsere Gasspeicher nicht so auffüllen können, wie wir das wollen. Wir haben gesetzlich festgelegt, dass wir zum Oktober 80% Füllstände haben wollen und zum November 90% Füllstände. Und dazu bräuchten wir pro Tag 1% Aufwuchs dort. Wir sind jetzt nur noch bei 0,3 bis 0,4% und deswegen in Vorsorge für den Winter, wo wir gefüllte Gasspeicher brauchen, jetzt diese Ausrufung. Diese Vorwarnstufe hat auch rechtliche Auswirkungen. Das ist nämlich die Grundlage dafür, auch weitere Eingriffe auch in den Energiemarkt vorzunehmen, etwa das Ersatzkraftwerk-Bereitstellungsgesetz, dass man nämlich guckt, wie man etwa, wenn Gas nicht mehr verfügbar ist von Gaskraftwerken, etwa auf Kohle, da geht es aber vor allen Dingen um Steinkohlekraftwerke, die dort bereitgehalten werden sollen, hochgefahren werden sollen, das ausruft. Wir, also um es nochmal zu sagen, haben aktuell keinen Gasmangel, müssen aber gucken, dass wir die Füllstände hochbringen. Und die Füllstände sind in Deutschland im Schnitt noch unter 60%, das auch im Vergleich zu den 80, 90, die wir dort erreichen wollen. Also aktuelle Zahl sind gerade 58,7 deutschlandweit. Bei uns Verbundnetzgas, die speichert die für uns, vor allem für Sachsen mit, regulär sind. Dort sind wir aktuell bei 79,1. Das ist auch erstmal eine gute Nachricht. Aber falls es, was bisher immer noch alle verhindern wollen, zu einer Stufe 3 käme, es in Bewirtschaftung reinkäme, dann wird es natürlich auch darum gehen, wo bundesweit wie viel liegt. Vielleicht auch noch mal zu den Ursachen, um es ganz klar zu sagen, dass wir jetzt in so eine Situation reinkommen. Das hat was damit zu tun, dass Russland diesen Krieg in der Ukraine führt, dass Putin jetzt hier am Gashebel spielt und kann es auch nicht anders sagen, nachdem er jetzt schon einen wirklich ausgewachsenen auch Wirtschaftskrieg, erinnere nur an die Ernährung, Exporte von Weizen etwa, das hindert also die Welt quasi in Hunger treiben will, jetzt eben auch dieser Wirtschaftskrieg auf Energiebasis, Wirtschaftsbasis gegen uns. Deswegen müssen wir hier Vorsorge bringen und uns ist auch klar, dass das, was auf uns zukommt, natürlich Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger hat, vor allem auch die Unternehmen, die jetzt in großer Sorge sind. Deswegen aber erst noch mal ganz wichtig die Aussage: Im Moment ist das Gas verfügbar. Es geht um Vorsorge um den Winter. Das ist etwas anderes, als wenn jetzt im Prinzip schon Not eintreten würde. Deswegen auch eben noch nicht Stufe 3. Und was man auch festhalten kann, was nicht gemacht worden ist, das Paragraph 24 Energiesicherungsgesetz hätte ermöglicht, wenn man das gezogen hätte, dass die, logisch, wenn es jetzt verknappt wird, werden die Preise nämlich nach oben gehen. Das ist das Problem, dass man das unmittelbar an die Verbraucherinnen und Verbraucher hätte weitergeben können durch die Versorger. Das ist nicht ausgesprochen worden. Das heißt, die Preise werden absehbar natürlich steigen, aber jetzt alles im Rahmen dessen, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Verträge haben. Das ist dort eine gute Botschaft. Aber natürlich muss man jetzt im Blick behalten seitens des Bundes, was das mit den Versorgungsunternehmen macht, die dann zunehmend natürlich auch mit Verlusten agieren werden. Was auch noch vielleicht wichtig festzuhalten ist, dass wir hier in Sachsen als Energieministerium einerseits im ganz engen Austausch sind mit allen Versorgern, mit auch den Unternehmen, mit den Kammern der Energiewirtschaft, aber auch dem Bund. Ich komme jetzt gerade ganz frisch wieder aus einer Schalte mit dem Bundesenergieminister Robert Habeck, mit allen Energieministern hier in Deutschland, wo wir genau diese Dinge jetzt durchgesprochen haben, was auch danach passiert. Und ganz entscheidend, deswegen stehen wir hier nämlich auch zu zweit, auch in der sächsischen Staatsregierung, denn das betrifft natürlich insbesondere auch die Wirtschaft. Und auch da ist also ein regelmäßiger, ganz enger Austausch. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch gerne Kollegen Martin Dulich hier das Wort übergeben. Es ist halt Krieg in Europa. Der furchtbare Krieg in der Ukraine bedeutet vor allem erstmal für die Menschen der Ukraine unmenschliches Leid. Und das gilt als erstes auch zu benennen.
Und trotzdem versucht natürlich Putin mit seinem Angriffskrieg uns zum Teil seines Krieges zu machen. Denn mit seinen Möglichkeiten, die er hat, an der Gasschraube zu drehen, spielt er ja sozusagen mit dem, was auch unsere wirtschaftliche Existenzen, was unsere wirtschaftliche Kraft, was unseren gesellschaftlichen Frieden mit ausmacht. Wir müssen umsteuern. Aber er weiß natürlich, dass es auch Zeit bedeutet. Und deshalb die Gasdrosselung der letzten Wochen und die vor uns stehende Revision von Nord Stream 1, das heißt Anfang Juli wird es eine so oder so zehntägige Stilllegung der Nord Stream 1-Leitung geben, um sozusagen Sanierungsarbeiten zu machen, wird er mit der Frage verbunden sein, ob danach 100%, 60% oder 0% Gas durchlaufen. Ja, es ist zurzeit noch keine Mangellage. Dass aber heute die Alarmstufe 2 ausgerufen wurde, zeigt, dass wir in einer ernsten Situation sind. Denn auch wenn wir jetzt nach wie vor die Versorgungssicherheit gewährleisten können, gibt es bisher keine Szenarien, die uns sicherstellen, dass wir im Winter ausreichend Gas zur Verfügung haben. Deshalb brauchen wir auch eine Verhaltensänderung in den nächsten Wochen und Monaten, auch in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft. Das heißt, wir müssen dringend sparen, um uns eben auf die Winter einzustellen. Das ist natürlich jetzt an Haushalte gerichtet, im Sommer etwas schwierig, der Appell. Trotz alledem, auch dort immer Möglichkeiten suchen zum Einsparen und sich eben auf den Winter vorzubereiten. Und genauso eben auch an die Wirtschaft zu appellieren, ihre Prozesse dahingehend zu überprüfen, wo Einsparmöglichkeiten sind. Denn der heutige Schritt zeigt, dass es notwendig ist, das Bewusstsein in Gesellschaft und in der Wirtschaft zu stärken, dass wir in eine Situation hineinlaufen, die für uns problematisch sein kann, wenn wir nicht vorsorgen für den Winter. Denn wenn jetzt die Gasspeicher, die zum Teil gefüllt sind, durchschnittlich 60%, jetzt geleert werden müssen, haben wir natürlich dann im Winter ein Problem. Die Bundesregierung unterstützt auch mit ihren Programmen den Umbau der Wirtschaft. Förderprogramme wurden aufgelegt und werden auch weiter gestärkt, die den Unternehmen helfen sollen, Ersatzmaßnahmen zu ergreifen. Die Bundesnetzagentur ist sozusagen federführend für den gesamten Prozess. Wir sind in enger Abstimmung. Und genauso wie es gerade die Energieministerkonferenz mit Robert Habeck gegeben hat, gab es anschließend auch noch eine gemeinsame mit den Wirtschaftsministern. Wir sind dort eng abgestimmt, weil das ist eine Phase, wo tatsächlich es nicht um Eitelkeiten oder um Parteilichkeit geht. Die Situation ist eine so ernste, dass wir hier gemeinsam nach Lösungen suchen. Und deshalb auch ein gemeinsamer Antritt in den Landesregierungen und der Bundesregierung notwendig ist.